hatte jemand anderen erwartet. Du kennst deinen eigenen Geist nicht. Mein Geist erscheint mir fast wie ein Fremder. Was du behauptest, nicht zu wissen, ist nur, was du verleugnet hast. Du hast deine vagabundierenden Erinnerungen zurück. Was hast du damit vor? Einst hast du meinen Griff nach der Macht unterbunden. Mit Gewalt. Aber nun gestattest du es jemand anderem, meinen Platz einzunehmen. Ich werde dich bestimmt nicht vermissen. Du ziehst den heißen, stinkenden Atem und die unerbittliche Aufmerksamkeit eines mächtigen, vernunftlosen, gefühlskalten Radau-Ruders vor? Das bezweifle. Hast du mehr für mich als eine Warnung? Die Raupe sagte, du könntest mir helfen. Dafür bräuchte es ein attraktiveres Angebot als das momentan. Aber sonst sind wir alle verloren. Nicht verloren. Vergessen. Ich mag hier überleben, aber mit dir ist es aus. Du verstehst das Muster der Zerstörung, das weiß ich. Sehr zu, versuchst alle Bilder deiner Vergangenheit zu zerstören, vor allem das Feuer. Nun, wen sollte das nützen? Wer profitiert von deinem Wahnsinn? Die Zerstörung des Wunderlands ist auch meine Zerstörung? In der Tat. Ich habe ihn aufs Gleis gesetzt. Ich kann ihn stoppen. Das ist gut für mich. Ich bin nicht verrückt. Hab meine Familie nicht getötet. Ich bin gesund. Ich bin nicht wahnsinnig. Ich bin unschuldig, nicht schuldig. Was passiert hier? Was tust du? Der Zug muss gestoppt werden. Aber es gibt mehr. Dein Blick verdeckt deine Tragödie. Die ganze Wahrheit, die du angeblich tust, klammert dich aus, weil du die Augen von dem verschließt, was dich umgibt. Dieser Wahnsinn hat keine Methode. Meine fachliche Meinung? Wahnsinn ist durchaus heilbar. Wenngleich vielleicht nicht in diesem Fall. Der Obrigkeit muss man gehorchen. Oder man muss sie stürzen. Hart aber gerecht. Das ist so meine Methode. Aber sie ist verrückt wie ein Gutmacher, die arme Kleine. Das Schlimmste ist vorüber und rüber und rüber. Vergiss es, Alice. Vergiss es. Kann Realität und Illusion nicht unterscheiden. Denk an deine letzte Reise. Ein Elefant vergisst niemals, wo er seinen Rüssel gelassen hat. Zugreisen nur mit kleinem Gepäck. Niemals größer als dein Kopf. Ich mag mich irren, Euer Gnaden, aber ich bezweifle es. Hinab den Pfad des prähistorischen Schleims. Und dann nochmal zur In Seite. In der Tat, Doktor, das war geboten, ganz sicher. Ich würde sagen, es ist sehr heiß hier drin. Ich meine, vernebelt. Und sie hilft nicht mit. Oh nein, nein, ganz und gar nicht. Was für eine Blamage. Ich befürworte deine Entlassung und schon stehst du wieder vor der Tür. Mein Ruf ist ruiniert, Leute reden, Alice. Ich bin ein Gewohnheitstier. Knochen vergraben. Gemerkt? Loyalität. Du darfst niemals von zu Hause weglaufen. Platz, Alice. Sitz.
Wenn das nicht du weißt schon, wer aus der Idiotenabteilung ist. Jo, es ist Alice, Onkels prämierte Irre. Diese Instrumente sind grauenerregend. Aber ein Loch im Kopf schafft mehr Platz für die Sorgen. Genau das Richtige für deinen Stein des Wahnsinns. Wahrscheinlich auch für Krampfanfälle. Du musst sie genauso satt haben wie ich dein Gejammer darüber. Manch mentaler Zustand lässt sich durch einen Aderlass lindern. Der Doktor glaubt nicht, dass es gegen deine Symptome helfen würde, aber ich bin am Ende meiner Kraft und die Blutegel brauchen auch Arbeit. Ein Bäckersdutzen, Schwester. Ich setze sie selbst an. Nein, ich will. Ich weiß, was weh tut. Ich weiß. Wo ist nochmal oben und wo unten? Ich wollte sagen... Ein Gebet aufsagen? Unterbrech mich nicht, wenn ich nicht... Aufs Klosett gehen kann? Unerträglich. Das bist du, aber was bin ich? Ich geb dir... Ein Geschenk, aber ich habe nichts für dich. Ich beuge das Haupt vor eurem riesigen Hintern, euer Gnaden. Nur ein Schnösel, ein Schnörkel, die Katze für Feline Feldidale. Was für eine Katze? Wo? Ist der Fuchs bei den Täubchen? Schlauer Teufel. Komm jetzt, Alice. Sollte man mir nicht ebenso gehorchen wie der Königin? Ist das etwa zu viel verlangt? Ich will, was sie wollte. Sei einsichtig. Tausche die Tentakeln gegen den Zug. Das ist unterm Strich die bessere Option. Entweder das oder zurück nach Rutledge. Nie ein freundliches Wort oder eine Anerkennung meiner Dienste. Verdiene ich nicht ein bisschen Glück? Wage es nicht, mir streitig zu machen, was mein gutes Recht ist. Hab dich aus dem Irrenhaus geholt. Jetzt wirst du freiwillig wieder reingehen. Hab's deiner Mutter gesagt. Du bist ein abweisendes und stures Kind. Lebst zufrieden in deiner eigenen Welt. Junge Frauen müssen ihr Wunderland verlassen. Die wahre Welt ist nicht so wundervoll. Du musst erwachsen werden. Vielleicht durch eine weitere Behandlung. Du wirkst vernünftig. Aber der Schein kann trügen. Ich kenne dich als launische, gewalttätige Person. Ich kann nicht sagen, dass es mich überrascht, dass man dich wieder ins Irrenhaus gesteckt hat. Ein Aufenthalt unter Beobachtung wird dir guttun. Ist das etwa zu viel verlangt? Ich will, was sie wollte. Wir brauchen deine Hilfe. Verlass uns nicht. Schon wieder. Übergeh uns nicht. Warum leidet ihr? Die Tyrannei der Königin ist nur eine Erinnerung. Sie hat doch keine Macht mehr über euch, oder? Feinde kommen und gehen. Doch nun herrscht ein neues Übel. Und die Bosheit dieses Feindes stellt die besiegte Königin in den Schatten. Thank you.
Was geliebte Spielzeuge den Kindern, sind Kinder oft den Erwachsenen. Objekte der Eitelkeit und Projektion, die man irgendwann wegwirft. Thank you.
suche und du wirst finden, sagt man. Aber was du finden wirst, sagen sie nicht.